Hallöchen, liebe Pflanzenfreunde, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ihr glaubt es nicht, wo ich bin. Ich habe nämlich ganz spontan so bei Instagram in meinen Feed geswiped, dann sehe ich da so Open House. Okay, interessiert mich nicht, aber dann sah ich die Postleitzahl, dachte ich so, das ist doch irgendwie in der Nähe von unserem Hotel. Und ja, siehe da, Aquagenera USA ist gerade mal 20 Minuten von unserem Hotel entfernt und deswegen nehme ich euch jetzt mit auf diese virtuelle Reise. Ich glaube, das kann richtig cool werden, weil damit ihr mal was anderes seht, außer einfach nur Stubenrock, das wird ja auch irgendwann langweilig. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus, es sind gerade noch so entspannte 27 Grad, früh am Morgen, bevor es nachher jetzt richtig heiß wird, aber wir gehen jetzt erstmal rein und schauen uns ein bisschen um. Viel Spaß! Ich wollte echt nur sagen, dass wir diese Wagen auch in Deutschland haben möchten. Brauchen wir. So, hier sind wir beim Eingang und ich glaube, ich zeige euch, was es hier so gibt, indem ich hier einfach links anfange. Ich glaube, das ist das Simpelste. Hier eine wunderschöne Anthurium Luxuriens. Auf jeden Fall nicht so die Dark-Form, wie wir sie kennen, die ist ja doch schon recht hell. Aber auch hier wunderschön eine Philodendron Billy. Wir einigen uns auf Billy, okay? Man erkennt sie übrigens an die schönen orangen Stiele hier. Für gerade mal 220 Dollar. Ja, ich glaube, das kriegen wir in Europa günstiger, aber ich will mich jetzt erstmal nicht beschweren. Wir haben ja noch einiges vor. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Eine Wand aus Anthurium Varroquanums. Sehr, sehr schick. Ich würde mal gerne den Preis erfahren, aber ich sehe ihn leider nicht. Oh, da ist der Preis. Für nur 100 Dollar, was ja auch dementsprechend 100 Euro sind. Aber hier sind schon echt schicke Blätter dabei. Aber ich habe mir ja gesagt, nein, Anthurium Varroquanum, das ist nichts mehr für mich. Man sieht auch hier ganz klar, hier ist irgendwas passiert. Wahrscheinlich Transport oder sonstiges. Nee, nicht mal. Das ist sogar das neueste Blatt, wie man erkennen kann. Und obwohl, ja, das wird dann Transport gewesen sein. Nein, not with me. Hier sieht man übrigens ein neues Blatt. Oh, ich finde die ja so wunderschön, ne? Aber nein, nicht mehr mit mir. Hier gibt es die Unique Plants. Was haben wir denn hier? Die habe ich ja noch nicht gesehen. Was ist das? Eine Palorens Variegata. Sieht schon, ich will sie gar nicht so sehr anfassen, aber sieht schon cool aus. Und vor allen Dingen auch hier unten, ne? Oh, ich habe ja noch gar keine, aber irgendwann, ich sag's euch Leute, eine Florida Beauty. Wunderschön für 300 Dollar. Was haben wir hier noch so? Das ist eine Philodendron Domesticum Variegata für 450 Dollar. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen, sieht doch eher unscheinbar aus. Erinnert mich ein wenig an die, wie heißen sie nochmal? Die Rose, nee, nicht die Rose Bono, die Paraiso Verde. Aber trotzdem sehr, sehr hübsch, muss man ja sagen. Was hat man denn hier? Vor allem 1000 Dollar. 1000 Dollar, was ist das? Hier ist kein Name. Sieht schon irgendwie total freaky aus. Wow. Oh Leute, hier noch mehr Billys. Und vor allem, ich sehe hier, ich habe gerade irgendwo, wo war das Preisschild? Für die Billy 150 Dollar, Final Price 80 Dollars. Das ist wirklich günstig, vor allen Dingen für diese Größe. Wir müssen jetzt erstmal eine raussuchen, die ich gerne haben möchte. Also die hier lächelt mich eigentlich schon ziemlich stark an. Mal gucken, die Wurzeln. Okay, ja, die sind wirklich gut. Aber die gefällt mir eigentlich schon so. Warte mal, die stelle ich mal hier auf meinen Wagen. Und dann, ja, passt das. Passt das. Ich glaube, die nehme ich. Also zumindest ist sie erstmal mein Wagen. Man muss dazu sagen, dass das Ein- und Ausführen von Pflanzen in die EU leider nicht so einfach ist. Also ich kann die jetzt nicht einfach kaufen und einfach in mein Handgepäck mitnehmen. Das funktioniert leider so nicht. Ich bräuchte dafür ein Pflanzenzertifikat und. So sehr habe ich mich damit auch noch nicht auseinandergesetzt. Ich habe aber schon mit den Mitarbeitern hier gesprochen und sie schicken es mir persönlich nach Hause zu. Ich bin gespannt, wie das funktionieren soll, aber die werden das für mich übernehmen, das haben sie so gesagt. Deswegen kann ich ja hier ein bisschen shoppen. Hier sehen wir die Monstera Obliqua. Die soll kosten, ne, sehe ich irgendwo ein Preisschild? Nein, ich sehe kein Preisschild. Ich habe ja schon so ein Runner mal bekommen. Ob da mal was draus wächst, ich weiß es nicht. Aber ich habe ja ein bisschen Angst davor, dass ich, deswegen will ich mir sowas noch nicht kaufen, bis sie irgendwann 50 Dollar kostet oder 50 Euro oder so. Weil, das entsteht leider sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ihr seht, was ich meine.
Hier haben wir kleine Mini Anthurium Luxuriance für $100, also dann $80, weil es gibt ja 20% off. Ein super Preis, wie ich finde. Und wir kommen so langsam in die Ecke, wo so etwas normalere Pflanzen stehen. Sehr, sehr schön gemacht. Oh, guck doch mal diese hier. Eine Peperomia maculosa. Die sieht irgendwie cool aus. Hier. Das ist irgendwie wie eine Watermelon Peperomia. Oh. Ja doch, Watermelon Peperomia, so ein Mix. Sieht irgendwie ziemlich cool aus. Hier haben wir jetzt auch so eine totale Hype-Pflanze. Für $200 gibt es die Philodendron Bicolor. Von der habe ich schon so einiges gehört. Ich glaube, das, was die Pflanze ausmacht, sind diese ja doch sehr roten Unterseiten und die grünen Blätter. Ich glaube, mehr hat diese Pflanze ansonsten nicht zu bieten. Für $200, pui! Ich warte, dass der Preis irgendwie nochmal runtergeht. Ich kann euch ja jetzt gleich nochmal ein besseres Beispiel zeigen, was es bedeutet, ein bisschen zu warten. Für $50 gibt es hier ein El Choco Red, aber damit ist die Größe S gemeint, die kleine Variante. Und sie sehen ja schon ein bisschen putzig aus, das muss ich ja sagen. Also hier dieses Blatt, oh, das ist ja schon echt, echt niedlich, aber nee, mit der El Choco Red habe ich es ja nicht, so wie ihr wahrscheinlich wisst. Hier haben wir ein paar Monstera Deliciosa Variegata für was? $200? Das ist nicht mal ansatzweise ein guter Preis. Aber vielleicht hier in Amerika. Das kann natürlich auch sein, das muss man dazu sagen. Wir sind ja immer noch hier in Florida. Hier sind ein paar Pflanzen, die bei uns günstiger sind, sehr, sehr teuer. Und bei uns Pflanzen, die teuer sind, sehr, sehr günstig. Deswegen versuche ich ja hier noch einen Schnabber zu finden. Pastazanumse für $20 sehe ich da. Ja, guter Preis auf jeden Fall, aber ach ja, mittlerweile so ein bisschen nichts aussagen und auf jeden Fall irgendein Nährstoffdefizit. Nee, nothing for me. Ein paar wunderschöne für $20 Alocasia Black Velvet. Oder ist das überhaupt eine? Ja, Black Velvet. Ja, die gibt es bei uns auch ein bisschen günstiger, aber für $10 eine, viele sagen dazu ja Freitag, eigentlich ist es ja eine Micholiziana Maxkowski, ich blende euch das mal unten ein, aber echt günstig und hier unten auch, das müsste eine Scalprum sein, Scalprum kann das sein, ja, irgendwie, okay, kenne ich auf jeden Fall nicht, dann muss die Scalprum noch ein bisschen anders aussehen, okay. Erinnert ihr euch noch an mein Unboxing? Hier ist die Pflanze. Ich hoffe, ich kann es jetzt nochmal aussprechen. Und zwar Philodendron Rubrocinctum Platinum. Hey, ich hab's gekonnt. Für gerade mal $45. Ich erinnere mich, dass ich irgendwie mehr bezahlt habe. Bin ich zumindest der Meinung. Aber hier, die ist schon echt schick. Also das, da kann man echt nichts zu sagen. Wow, ich freue mich, wenn meine irgendwann auch mal so aussieht. Wunderschön, also wirklich wunderschön. Wie ihr seht, bin ich hier erst im ersten Raum und wenn ich nach da hinten schaue, geht es da noch ganz schön weit nach hinten. Final Price $20. Was soll denn das sein? Irgendwie spricht es mich ja ein wenig an. Also das Blatt sieht schon schick aus. Auch hier wieder mit irgendwelchen Nährstoffdefizit. Das soll sein eine Philodendron Gene. Ja, ihr könnt es sehen. Bildet euch selbst eine Meinung. Leute, ich glaube, ich bin im Heaven. $100 für so eine wunderschöne Philodendron Paraiso Verde. Guckt euch mal dieses Blatt an. Ist das nicht traumhaft? Oh mein Gott, es ist so wunderschön. Es ist so wunderschön und die Pflanze ist so riesig. Guckt euch die mal an. Guckt euch mal die Blätter an. Oh mein Gott. Und hier haben wir das beste Beispiel, was vor noch ein paar Monaten bzw. ein, zwei Jahren noch bei über €400 lag. Final Price $60. Die Philodendron Lynami. Und ich habe gesagt, für diesen Preis nehme ich mir eine mit und jetzt muss ich auch noch eine sehr, sehr schicke raussuchen, weil, ihr müsst mal schauen, ich glaube, ihr erkennt es, diese wirklich toll roten Stiele und dann dieses altrosafarbene Blatt, die Blattrückseite, wunderschön. Ich glaube, ich nehme wieder das erste, was mich hier anlacht, weil sie wunderschön ist. Unglaublich. Ja, und hier sieht man, wie eine Philodendron verrucosum nach dem Importieren aussehen kann. Nehmen wir mal dieses Beispiel. Das ist eine Amazon Sunset, so wie wir sie lieben. Also die Amazon Sunset, nicht speziell diese Pflanze, aber so kann das aussehen,
wenn eine Verrucosum sehr lange unterwegs ist. Und leider sieht man das hier zuhauf. Aber das ist leider so. Das sind Lebewesen. $40, Final Price mit einem Smiley. Wunderschön, seht euch dieses Blatt an. Das ist so riesig. Guck mal, das ist meine Hand. Das ist das Blatt. Oh, da bin ich ja jetzt echt gerade wieder in der Versuchung. Ah, ich muss der Versuchung zu widerstehen. Ich muss es versuchen. Ah, die sind alle so wunderschön. Wow. Hat da jemand Interesse an einer riesigen Varroquanum, die unten schon aus der Tüte rausguckt? Für nur $250 könnte das deine sein. Mit sehr, sehr vielen Blättern, die sehr lustig gequetscht sind. Aber, oh wow, es ist schon eine Schönheit. Es ist schon eine Schönheit. Ich sag euch, ich werde bei jeder Varroquanum stehen bleiben und euch sagen, wie schön die. Aber auch hier, guckt euch mal die Weitschi an. Oh mein Gott. So groß finde ich sie ja wirklich wunderschön. Was soll das Schmuckstück kosten? $225. Okay, ein andern Mal. Vielleicht kaufe ich die dann auch einfach in Deutschland. Oh, Pflanzenfreunde, ich hoffe, ihr versteht mich wegen den Lüftern. Aber guckt euch mal diese tolle Wand an. Wow. Und die haben hier, das ist mal eine richtige Living Wall. Was sehen wir zuerst? Was ist das denn für eine tolle Anthurium? Das müsste eine Querimalens sein. Da oben finden wir eine Crystallinum, eine Varroquanum. Dort ist die Gattung Erik. Guck mal diese schönen Gloriosums an. Oh, wow. Da unten finden wir eine Luxurians, eine Philodendron Luxurians. Sehr, sehr schön. Sogar hier mit Wasserfall eingebaut, wo einfach so eine Adansonii runterrankt, unten ein paar tolle Anthurium, eine sehr, sehr schöne Living Wall und oh mein Gott, seht euch mal diese tolle Gloriosum an. Die hat auch richtig, richtig harte Blätter. Oh, das ist auch wieder, ich möchte genau die, nichts anderes. Aufgrund des roten Bandes denke ich, dass ich hier nicht reingehen darf, dass das anscheinend die Zuchtstation, Schrägstrich Krankenstation, Schrägstrich, ist einfach noch nicht bereit zum Verkauf. Und das ist hier diese komplette Halle. Das ist die zweite Halle neben der Eintrittshalle, Eingangshalle. Und wow, seht euch mal, guck mal, eine Thai Constellation. Ich habe eine Thai Constellation gefunden, die tatsächlich sehr, die ist gar nicht so groß, ich will sie gar nicht so anfassen, aber schon hier die zweite Stufe der Fenestrierung hat. Wunderschön. Wunderschön. Jetzt bin ich hier in dem dritten Raum, in der dritten Halle. Man muss aber dazu sagen, dass hier alles auch nochmal genauso wie vorne steht, bloß in viel, viel größeren Mengen. Ich kann mir vorstellen, dass vorne einfach schon die bessere Auswahl steht, weil diese hier, haben wir ja schon gesehen, ist nett, dass da ein Preisschild dran ist, $25. Aber ich glaube, hier lohnt es sich gar nicht so sehr zu filmen, weil wir vorne schon alles gesehen haben. Ich glaube, ich gehe nochmal nach vorne und schaue nochmal, ob ich da irgendwas vergessen habe. Oder vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Schätzeleien. Wie zum Beispiel diese Philodendron Phoenix. Die habe ich vorne gar nicht gesehen. Die ist gerade auch total am Hypen. Ich weiß nicht wieso, um ehrlich zu sein. Liegt bei $80. Ich weiß noch, vor ein paar Monaten, wo wir in Schloss Holstein-Stukenbrock waren, war die, glaube ich, bei $150, $160. Und to be honest, ich weiß nicht, was daran so geil ist. Ich verstehe es nicht. Wahrscheinlich, weil sie einfach nur neu ist und deswegen teuer. Ich weiß nicht, was das da hinter mir ist für ein Busch, aber da werde ich jetzt mal hingehen. Das sind alles Philodendron, Sparaiorum. Und die sind einfach nur sehr, sehr hoch. Und ich weiß gar nicht, was ist denn das hier? Die habe ich vorher noch nie gesehen. Die erinnert mich eher so an eine etwas längliche Pastazanum. Würde ich schon fast sagen. Aber ach so, jetzt sieht man hier, die kriecht aber nicht, die klettert. Und die hat gar nicht so lange Stiele. Oh, man könnte, ja doch, Pastazanum, eine kletternde Pastazanum mit sehr, sehr ausladenden großen Blättern. Und ich kann gar nicht meinen Arm so richtig halten, weil hier ist gleich das Dach übrigens. So hoch wächst diese Pflanze, unglaublich. Hier sehen wir ein paar wunderschöne Gloriosum. Von einer Philodendron Gloriosum kann man einfach nie genug haben. Wunderschön. Vor allem dieses Blatt hier, das lacht mich so an. Das ist jetzt die ganz normale, die normale Gloriosum. Es gibt ja noch eine White Wains oder eine Zebra auch genannt. Vielleicht finden wir die ja auch noch.
Aber das, oder auch eine Pink Neck, stimmt. Aber das hier ist die ganz normale. Ja, und sie ist nicht pink unten, also es ist keine... Oh, hier haben wir sie. Hier ist eine Zebra, hat sich dazwischen gemogelt. Man sieht, glaube ich, den Unterschied sehr, sehr stark. Steht auf jeden Fall auch noch auf meiner Wunschliste. Wunderschön. Toll. Liebe ich. Ja, also wer hier nicht fündig wird, da weiß ich auch nicht. Den kann man, glaube ich, nicht mehr helfen. Ich glaube, so eine Masse an Anthurium varroquanum habe ich einfach noch nie gesehen. Und das Witzige ist einfach, dass es wirklich bis nach da hinten durchgeht. Und es sind nicht diese krassen XL-Pflanzen dabei, das muss man ja mal sagen. Aber es ist schon, ja, es sind schon einige sehr, sehr große Blätter dabei, wie einfach, nee, wo ich hier zum Beispiel, die ist schon doppelt so lang wie meine Hand. Hier ist diese blöde Stabplatte. Hier, so, schon sehr, sehr groß, also wunderschön. Und seht euch das mal an, hier auf der unteren Stufe der Varroquanum, da verstecken sie die ganzen heimlichen, diese Crazy-Shit-Pflanzen. Und zwar haben wir hier zum Beispiel eine Anthurium crystallinum, gekreuzt mit einer Luxuriance, die einfach mal bombastisch aussieht. Hier sind die ganzen Kreuzungen. Guck mal, seht ihr das da? Oh, das ist auf der anderen Seite, aber diese blaue Färbung, ähnlich wie bei meiner, wunderschön. Wunderschön. Das verstecken sie hier. Normalerweise ist die Bückware doch immer die billige, die keiner haben will. Was haben wir denn hier? Die sieht ein bisschen traurig aus. Das ist eine auch Crystallinum X Luxuriance. Ja, ob ich die für einen Fünfer bekomme? Hm, ich glaube nicht. Hier ebenfalls massig Anthurium Bessiae. Einer meiner Lieblingssorten. Es kommt hier leider gar nicht so rüber, aber in meiner Vitrine, dort sind... Ich versuche hier mal ein schönes Blatt zu finden, was es am besten beschreibt. Hier, glaube ich. Hier kommt gerade ein neues Blatt raus. Und wie toll eben diese grüne Färbung zu rot wandelt in diesem Verlauf, ist wirklich wunderschön. Und gerade beim Aushärten, also es ist wirklich eine tolle Pflanze. Ich kann sie jedem empfehlen und vor allen Dingen easy. Sehr, sehr toll. Seht ihr das? Da stehen sie, die White Vanes und die Gloriosum Zebras. Leider auf der anderen Seite, wo ich jetzt natürlich wieder nicht hinkomme. Aber es ist wirklich, die gefällt mir wirklich schon fast besser als die, ich zoome mal ran, als die originale Gloriosum, weil diese weißen Blätter, oh, die ist wirklich wunderschön. Oder auch hier, wunderschön, Kamera fokussiert. Da, ach, oh, herrlich. Also ich muss ja sagen, auch wenn ich die Masse hier richtig, richtig cool finde, im Gegensatz zu Schlosshold Stubenrock, gefällt mir die Qualität jetzt hier nicht so. Also es sind viele Pflanzen dabei, die ich... Oh, hier ist gerade eine und das, ich habe sie wirklich hier nicht hingestellt. Hier eine Plumani Citrus, die auf jeden Fall viel, viel zu feucht ist. Die Wurzeln sehen top aus, aber ein bisschen lütt, wenn daneben einfach mal dieses Schmuckstück steht. Man muss hier wirklich genau hinschauen. Ist natürlich auch nur ein Glücksgriff, dass dieses Ding hier wirklich fast neben unserem Hotel ist, also 20 Minuten entfernt. Ich muss aber sagen, dass mir Schlosshold Stubenrock irgendwie mehr gefällt, weil es viel, viel persönlicher ist, also gerade die Mitarbeiter dort. Hier sind wir relativ alleine. Es ist relativ voll. Und ja, eigentlich reicht es, diese erste Halle dort vorne sich anzuschauen, weil da steht irgendwie das Beste und das... hier ist wirklich nur, wer wirklich nochmal luschern möchte, ansonsten steht hier auch nochmal alles, was... Da hinten sind schon wieder Lynamis, was haben sie denn hier alles verteilt? Haben sie nur ein paar zu viel bestellt? Nichtsdestotrotz muss ich sagen, wirklich toll. Irgendwie toll, wieder hier zu sein, also hier in einem Pflanzenladen. Ich finde es interessant, dass sich die Preise überhaupt nicht sehr unterscheiden zwischen dem deutschen Markt und dem amerikanischen Markt. Nichtsdestotrotz wirklich toll. Ich liebe es hier. Ganz viele Anthurium Luxuriance. Wieder massig viele, aber von einer Qualität. Also ich weiß nicht. Und vor allen Dingen, die haben hier in Florida wesentlich geileres Wetter als wir in Deutschland. Und die Pflanzen sehen jetzt hier nicht so besonders geil. Also hier ist natürlich wieder eine ganz, ganz tolle Luxuriance. So, guckt euch mal. Aber das ist so, das müsste eine andere Variante sein. Das kommt, glaube ich, auf dem Video gar nicht so rüber. Aber die ist nicht so dunkel, die wir haben. Hier, ich finde, in Stubenrock finden wir vermehrt diese Darkform, würde ich sie mal nennen. Ohne zu wissen, ob es wirklich eine Darkform ist. Aber hier gibt es eher diese helleren Varianten. Okay, das ist von der Sonne ausgeblichen, aber diese helleren Varianten, das ist kein Spaß.
Oh mein Gott. Ganz hinten sind nur Orchideen alleine. Ach du Scheiße, ja, hier wohnen sie wahrscheinlich. Oh mein Gott, jetzt sind wir hier all the way durchgegangen. Hier ist Versandabteilung und hier ist einfach noch ein Gewächshaus. Das sind ja schiere Größen, aber ich glaube, das ist einfach typisch Amerika. Alles ein bisschen größer als in Deutschland. Hier tatsächlich steht vieles, was noch nicht for sale ist, aber auch vieles, was wir schon vorher gesehen haben. Deswegen einmal kurz der Schnelldurchlauf hier, die Rubricinctum Platinum. Und endlich, das ist das Witzige, die habe ich vorher erst einmal an einem Stand gesehen. Hier finden wir auch diese ganzen Anthurium Regals. Wirklich, ja, sehr, sehr viele Anthurium Regal, die ich mir nie wieder kaufe, obwohl sie wunderschön ist. Also würde mir jetzt jemand, also ich sehe, wenn das vorhin gehört, die haben alle nur ein Blatt, und das wird dann früher oder später abnippeln. Mal gucken, ob wir hier ein Beispiel, ich glaube, ich muss nicht weit laufen, um zu sehen, aha, hier Blatt stirbt ab, da kommt zwar ein neues, aber seriously, hier auch zweites, erstes Blatt, also nee, die Pflanze hat zwei Blätter, stirbt ab. Leute, ich empfehle euch die Varroquan, die Regal nicht so wie andere Pflanzen. Wunderschön, ich verstehe das. Gerade wenn man das hier sieht, das ist ja auch eine etwas, man sieht ja, dass die sich unterscheidet zu zum Beispiel der hier unten. Ja, die hat ja sehr, sehr feine Wehen, die sind ja ein bisschen ausladend. Ich glaube, man spricht auch bei der White Veins. Ich glaube, es ist alles Müll, was man mal manchmal online so findet. Und vor allen Dingen für den Preis von $110, die soll jetzt 110 kosten, nur dieses Blatt. Nein, Leute, sorry, not with me. Leute, warum ist denn diese Billy hier not for sale? Guckt euch mal dieses monströse Blatt an. Wunderschön, oh, das ist ja schon abgeknickt. Das ist bestimmt, irgendjemand ist dagegen gelaufen. Aber wenn man es hier mal, ach, ist die wunderschön. Leute, oh, wunderschön. Ich habe mich echt verliebt in diese Pflanze und das war ganz spontan. Ich habe sie irgendwie gesehen, ich kannte sie ja schon länger, aber mittlerweile, ich finde sie wirklich wunderschön und ich weiß nicht wieso. Leute, was ist das denn? Ich bin ja mittlerweile total auf den Long Boys Trip, aber die, guck mal, das sieht aus wie eine männliche Anthurium Barocanum. Nein, natürlich nicht, aber was ist das? Die sieht cool aus, ich verstehe. Oh, guck mal, die geht sogar hier noch. Wow. Da muss ich. Oh, die steht jetzt definitiv auf meiner Wishlist. Wunderschön. Und riesige Blätter. Guckt euch mal, das ist meine Hand. So, die ist dreimal da drin. Da muss ich jetzt den Namen herausfinden. No matter what. Oder habe ich eine Philodendron Charonier. Oh, von der habe ich schon mal gehört. Charoniae. Die kommt definitiv, weil. Ich meine, Leute, wunderschön. Long Boys, I love Long Boys. Hier haben wir zum Beispiel die Philodendron Patriciae, eine Pflanze, die auch schon wirklich lange auf meiner Wunschliste steht, aber ich habe bis jetzt immer noch keine gefunden, die mich so richtig, richtig umhaut und ich muss sagen, dass wenn ich jetzt hier so durchschwenke, es wieder keine dabei ist, wo ich sage, oh yes, die gefällt mir, die ist wirklich schön, weil ich weiß es nicht, sind es die Luftwurzeln, die einfach nur crazy sind oder auch hier oben, aber irgendwie finde ich die ja schon ganz toll. Aber wie gesagt, ich habe noch keine, wo ich sage, yes, that's her. Ah, hier haben wir jetzt endlich einen Namen für die 1000-Euro-Pflanze. Und zwar eine Monstera Bulle Maxiflame. Ja, ich glaube, der Preis kommt auch wieder nur zustande, weil es eben irgendwas Neues ist. Weil wenn man mal ehrlich ist, die hat schon was. Aber ich weiß, sie sieht aus wie eine deformierte Raphiodophora tetrasperma, aber ansonsten kann ja auch mittlerweile auch nichts anderes außer schön aussehen und sie ist einfach nur grün. Da finde ich ja zum Beispiel sowas hier wesentlich interessanter mit einer tollen Panaschierung hier unten genauso. Das ist doch wirklich was wunderschönes. Kostet 3,500. Das ist denn das? Das ist auch irgendwas, was ich nicht aussprechen kann. Okay. Aber $1,000, ich sag euch, so ein Preis, also dieser Preis wird bestimmt früher oder später wieder richtig runtergehen, weil irgendwelche Sammler kaufen sich das und merken, so geil ist die vielleicht doch nicht. Man muss jetzt natürlich dazu sagen, dass ich diese Pflanze nicht kenne. Also jetzt gerade nur vom ersten Blick muss ich sagen, so schön war sie halt nicht und irgendwie so besonders war sie halt auch nicht.
Kann natürlich sein, dass irgendwie das neue Blatt, was rauskommt, Gold ist oder so. Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Weil vieles ist einfach nur Hype, weil es gerade neu ist oder selten. Und in ein paar Monaten bzw. Jahren ist das sowieso wieder Geschichte. Also, ja. Es hat nicht eine Minute gedauert. Ich habe dieses Monstrum hier gefunden. Es hat wirklich nicht eine Minute. Und hier kommt sogar schon das neue Blatt. Also, ja, die wird jetzt ausgetauscht. Wunderschön, oh Leute, oh, sie ist einfach so wunderschön. Ich habe hier gerade diese Philodendron Maximum gefunden, ich glaube, ich halte es mal so. Auch ein sehr sexy Longboy. hier steht jetzt leider kein Preis dran. Ich packe es mir mal rein, wenn es irgendwie so 20, 30 Dollar sind, dann nehme ich es auf jeden Fall mit. Habe ich zumindest in Deutschland noch nicht gesehen, kann natürlich sein, dass irgendwas Neues ist. Nichtsdestotrotz, sehr, sehr cool. Ich habe euch ja vorhin die große gezeigt und ziemlich hübsch, ziemlich hübsch. Oh mein Gott, hier sind die ganzen riesigen Big Plants wie Leichen. Hier ist zum Beispiel die Superstatum, die kennen wir schon, die wird auch in den Niederlanden kultiviert, die kann man dort kaufen. Mit den roten Unterseiten, ganz typisch. Es gibt ja auch eine ganz normale Hastatum, das ist die Silver Sword auch genannt. Ja, hier vielleicht ja, etwas durch, aber nichtsdestotrotz, oh mein Gott, Philodendron Luxuriance. Oh, Leute, Leute, oh mein Gott. Oh, die ist sehr gut gefaltet, aber schaut euch mal dieses. Guck mal, das ist mein Finger. Das sind zwei Finger. So groß ist dieser. Oh mein Gott. Gott, das ist ja Hammer. 200, was war das? 200? Ich will das nicht so, 200 Dollar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Warum habe ich alles im Urlaub ausgegeben? Hier, Philodendron Corrugatum 145. Und Leute, das passiert mit jeder Corrugatum-Pflanze. Ja, sie hat sehr spezielle Ansprüche. Nicht kaufen, nicht kaufen. Außer ihr wollt euch ärgern, dann good for you. Entschuldigung, ich bin immer noch hier an diesem riesigen Tisch und bin etwas gestresst, etwas verstört, weil hier ist diese Columbia, die gerade super am Hypen ist. Ich habe sie auch zu Hause, weil sie wunderschön ist. Und hier, schaut euch mal dieses riesige Blatt an. Das ist meine Hand, das ist das Blatt. Und wow, und hier auch wieder diese, oh mein Gott, das müsste in Stukenbrock mehr geben, diese XXL Plants. Das ist ja, so groß ist die Pflanze. Passt gar nicht aufs Bild. Schaut euch das mal an. Oh mein Gott. Heftig geil. Ich bin hier einfach mal so literally voll vorbeigelaufen. Für 200 Dollar kriegt man eine Monstera Adansonii Variegata in ja recht klein. Also da sind wir in Europa ein bisschen besser dran. Vor allem für 200 Dollar. So ein kleines Ding, das kriegst du ja mittlerweile in Europa fast schon hinterhergeworfen für 30, 40 Euro. Süß. Süß. Oh mein Gott, ich glaube, ich habe fast den Heiligen Gral gefunden. Und zwar eine Philodendron Spiritus Sancti. Ja, seit vielen Jahren wirklich der Heilige Gral. Ein extremer sexy Longboy. Aber war für seit Jahren, also ist wirklich unerreichbar. Und es ist irgendwie ziemlich witzig, die Pflanze jetzt hier zu finden. Das ist aber ein gutes Zeichen. Das bedeutet, in ein paar Jahren wird es die überall geben. Und dann noch auch zu einem schmalen Taler. Würde mich mal interessieren, wie teuer diese Pflanze hier ist, aber Spiritus Sancti, Heiliger Gral. Ich gehe hier so die Gänge lang und ich sehe eine Pflanze und denke mir so, oh ja, die gefällt mir, die ist echt hübsch. Und dann schaue ich nach und mal gucken, ob ich jetzt hier schnell mal eine Griffen bekomme. Und ich mir so, oh ja, die sieht echt schicki aus. Und was ist es? Eine Veruca Petiolum. Weißt du, in einem Video sage ich noch so, holt euch die nicht, die ist total doof, Ausland. Hier wächst sie perfekt. Ich hätte sie mir fast wieder geholt, aber mit meinem Wissen, No, don't fuck with my heart. Und ich gehe hier gerade so den Weg lang und sehe dieses wunderschöne Longboy-Blatt. Da wollte ich mir die Pflanze angucken und dachte mir dann so, ja, wie heißt sie denn eigentlich? Wie komme ich denn jetzt hier durch? Das ist schon etwas sehr tricky hier. Hab's gefunden. Philodendron Lemani. Aber es ist trotzdem unmöglich, eine zu kaufen, weil einfach alles durcheinander ist. Sorry, da müssen Sie sich irgendwas anderes einfallen lassen. Guck mal, ich habe hier so eine Charonne gefunden, die irgendwie auch sogar schon ziemlich cool aussieht. Ich habe jetzt leider keinen Preis, aber die sieht schon irgendwie ziemlich fancy aus. Ich glaube, ich packe sie mal in den Korb
Ach, bald ist aber auch die Botanika, ne? Das sieht schon cool aus. Das ist schon richtig cool. So, jetzt sitze ich hier schon eine halbe Stunde und schaue mir die beiden Pflanzen an. Und ich bin ganz ehrlich, auch wenn die Lynami $60 kostet und die Billy $80, das sind schon sehr, sehr gute Preise. Das sind aber keine Preise, die ich nie wieder irgendwo sonst bekomme. Weshalb ich mich dazu entschieden habe, sie einfach hier zu lassen, weil dieses ganze Verschiffen über einen halben Kontinent wieder, über die halbe Welt, ganz ehrlich, das ist alles nur Stress für die Pflanzen und ist auch ökologisch gesehen überhaupt nicht gut. Zuerst kamen die Pflanzen von Ecuador hier nach Amerika und jetzt sollen sie nochmal von Amerika nach Deutschland geschickt werden. Wir haben demnächst Botanica, wir haben Equagenary Europe. Ich lasse die Pflanzen einfach hier, auch wenn es wirklich sehr schöne Pflanzen sind. Aber nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, das muss jetzt nicht sein für zwei Pflanzen, weil so bombig sind die Preise jetzt ja auch nicht. Und was man ja auch nicht vergessen darf, wenn bei uns in Deutschland am Regal irgendwie 60 Euro steht, dann sind es 60 Euro in der Kasse. Hier in Amerika kommen immer noch Steuern hinzu. Also hier steht zwar $80, aber es werden dann wahrscheinlich 85, $90 sein, weil die Steuern erst an der Kasse zustande kommen. Ich verstehe dieses System nicht. Ansonsten bin ich jetzt erstmal durch. Wir warten jetzt noch aufs Uber. Es war wirklich sehr cool. Es war mal sehr cool zu sehen, etwas anderes zu sehen, einen anderen Standort. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Die letzten zwei Wochen waren super anstrengend, aber dieser Tag, es war wirklich unglaublich. Es hat mir super viel Freude bereitet, hier durchzugehen und die ganzen Pflanzen anzuschauen. Ist wirklich, wirklich toll. Ich bedanke mich, dass ihr so weit zugeschaut habt und sage jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.